Anschwingen auf Tele 1, präsentiert von Bruno's Best, ein glattes Zähne am Bruno seine Salatsauce. Ramseier saure Most, erfrischend zu jedem Gang. Landgasthof Schlüssel Altnach, die Schwingerbeiz mit dem beliebten Königsgordon Bleu. Recht herzlich willkommen zum ersten Anschwingen von dem Jahr. Mit dem Zugerkantonalen geht morgen Kranzfestsaison in der Region offiziell los. Bei der 100. Austragung vom Zuger zu Rotkreuz gibt es morgen folgende Spitzenpaarungen. Der Vicky Joel trifft auf den Mathis Marcel, der Reichmut Pirmin auf den Imhof Andi. Der Biri Marcel greift mit dem Ulrich Andreas zusammen. Der Mühlstein Mike kommt mit dem Glockner Philipp zu tun über und der Schuler Alex steigt mit dem Suppiger Werner ins Sagmel. In unseren Vorschauen zeigen wir die Schwinger in diesem Jahr für einen ist nicht im Training oder im Sagmel, sondern in der Küche. Heute der Zuger Lokalmatador Pirmin Reichmuth. Der Eidgenoss, der sich in seiner Karriere schon dreimal am Kreuzband verletzt hat und sich immer wieder zurückgekämpft hat. Das Zuger Kantonale ist für ihn ein erster Prüfstein vor dem eidgenössischen Zug in diesem Sommer. Hallo zusammen, ich bin der Pirmin Reichmuth. Heute machen wir miteinander Flammkuchen, und zwar auf eine Art, die ihr wahrscheinlich noch nicht kennt, mit einem Baguette. Das ist eine etwas rustikalere Variante. Könnt ihr unbedingt das ausprobieren. Zeig uns gerade, wie es geht. Der Kamer, der 2014 am Innerschweizerischen im Schlossgang gestanden ist, steht auch etwa die selber in der Küche. Das sieht man zum Beispiel beim professionellen Frühlingszwiebeln schneiden. Ja, Metzger gelernt. Dadurch, dass ich Student bin und im Bündnerland wohne, unter der Woche muss natürlich viel kochen. Und am Anfang hast du relativ einfach gekocht, einfach Fleisch und Teig war. Irgendwann hast du es gesehen und dann bin ich einerseits greife ich viel auf die Mutter zurück, die natürlich viele Rezepte hat, und andererseits auf Freundin, die Köchin war. Und dann probierst du ein bisschen aus und mit der Zeit kommst du schon ein bisschen Fähigkeiten über. Da ist eigentlich feiner, desto besser. Und mit Speckwürfeln geht es wirklich weniger gut im Fall. Also das nimmst du am besten wirklich den und schneidest ihn selber, weil er wird einfach viel knuspriger. Der Flammkuchen à la Pirmin braucht dann auch noch ein gutes Topping. Sura mit Salz und Pfeffer sind laut dem 23-Jährigen perfekt für sein Menü. Das ist aber nicht das Einzige, das der Pirmin Reichmuth kochen kann. Hörnli-Auflauf kann ich sehr gut, oder Lasagne. Auch von der Mutterrezept bekomme natürlich. So Sachen, aber dann schon auch Fleisch mache ich auch gerne. Und so ein bisschen langsamere Geschichten, auch mal Pulled Pork, die man zum Beispiel sehr kennt, mache ich sehr gerne. Kannst auch gut im Backofen machen. Oder Spare Ribs, so ein bisschen langsamer machen auf dem Grill. Das mache ich schon gerne. Speck darf auch reichlich drauf. Das macht überhaupt nicht. Jetzt ist das rustikale Baguette parat für auf den Grill. Seine Gegner ins Schwitzen bringen will der Pirmin Reichmuth dann Ende August am eidgenössischen Zug. Das grosse Saison-Highlight direkt vor seiner Haustür ist. Auf das freut sich der Zuger besonders. Das ist so ein Zufall. Und das schätze ich sehr und ich freue mich wirklich auf das, weil der Vorteil ist natürlich, du kennst die Region, du kennst alle Leute, du weißt, wo was ist und kannst heimgehen liegen. Und also, von mir aus sind nur Positives. Wichtig, immer schräg anschneiden. Viel besseres Blutfleisch. Und wenn der Pirmin Reichmuth im Sackmehl so eine gute Figur macht wie in der Küche und verletzungsfrei bleibt, dann wird seine Saison ein wahrer Genuss. Perfekt, das sagt es. Ja, wie es im Pirmin Reichmuth ergangen ist am Zuger Kantonale, das erfahrt Sie dann morgen bei uns in den Nachrichten ab der 6. Das war das Anschwingen. Besten Dank fürs Zuschauen. Weiterhin noch einen schönen Fernsehabend. Ade miteinander. Anschwingen auf Tele 1, präsentiert von Bruno's Best, ein glattes Zähne am Bruno seine Salatsauce. Ramseier saure Most, erfrischend zu jedem Gang.
Landgasthof Schlüssel Altnach. Die Schwingerbeiz mit dem beliebten Königsgordon Bleu.